Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikhelden-Video. Mein Name ist Simon und heute baue ich für euch dieses super coole Halloween-Horror-Gadget. Für unser Halloween-Gadget brauchen wir zunächst mal natürlich ein Gerippe. Ich war da im örtlichen Dekorationsladen und ich habe mich hier für so ein kleines, ich glaube, es soll eine Ratte darstellen, Gerippe entschieden, weil ich dachte mir, das passt von der Größe eigentlich noch ganz gut, da kann man schön noch was drumherum basteln und es sieht ja nicht so komisch aus, als wenn man jetzt so ein Skelett wie hier in sehr stark verkleinert hat. Also der hier wird's, Schwanz habe ich schon mal abgeschraubt, der ist nachher ein bisschen im Weg. Und für den Sarg außenrum habe ich mich einfach für Sperrholz entschieden, das ist einfaches 4 mm Bastelsperrholz, bekommt ihr im Baumarkt, bekommt ihr im Bastelgeschäft, das ist handelsüblich. Und das habe ich einfach genau so groß gebaut, dass hier unser Gerippe da ganz gut reinpasst. So. Ist auch egal, ob ihr euch auch für so eine sechseckige Form entscheidet oder ob das einfach ganz einfach viereckig ist. Spielt keine Rolle, Hauptsache es passt gut rein. Zu den Effekten. Wir wollen ja das Ganze noch ein bisschen technisch aufpeppen. Wir wollen ja wirklich die Leute damit erschrecken. Und da habe ich mich mal so umgeschaut, was wir da reinbasteln können. Zunächst mal gibt es dann eine Lichtschranke. Einmal hier der Sender, der hat eine Infrarot-LED und einmal der Empfänger, der dann auslöst, sobald die Lichtverbindung hier zwischen unterbrochen wird. Können wir in einem Flur verstecken, können wir an der Treppe anbringen oder irgendwo da, wo wir jemanden damit unserem Gadget erschrecken wollen. Ganz einfache Verschaltung, damit lösen wir nachher alles aus. Weiter gibt es natürlich noch ein schauriges Soundmodul, um auch ein bisschen Sound hier in die Szene mit reinzubringen. Das wird der ein oder andere von euch kennen. Ganz einfach zu bedienen. Strom dran. Wir können hier 20 Sekunden lang was aufnehmen. Und das wird dann eben quasi auf Tastendruck, also auf Auslösung von der Lichtschranke, ebenfalls mit abgespielt. Um das Ganze jetzt noch richtig cool zu gestalten, muss natürlich erstmal der Sarg passend aufgehen. Dazu habe ich an den Türen schon mal jeweils einen kleinen Haken angebracht. Den seht ihr hier. Und über diesen Haken werde ich die Türen von innen betätigen. Dafür habe ich mir aus dem Modellbaubereich zwei Servos mitgebracht. Seht ihr hier, das sind ganz normale Standard-Servos mit jeweils einem Servoarm drauf. Und dazwischen kommt dann gleich noch eine Hebelstange, die dann vom Servo die Anlenkung an die Tür übernimmt. Und dann können wir das Ganze über einen Mikrocontroller oder über einen Servotester dann ganz einfach beide Türen gleichzeitig nach außen öffnen. Um jetzt noch ein bisschen mehr fetzige Effekte reinzubringen, habe ich dann noch eine Stroboskoplampe gefunden. Das ist hier so ein kleiner Bausatz, ungefähr 6x6 cm groß und der macht richtig was her. Wir haben hier diesen Stroboskop-Effekt, kann man hier über den Poti noch in der Geschwindigkeit genauso einstellen, wie man es jetzt für richtig befindet und das gibt einen echten coolen Effekt nachher. War mir aber irgendwie alles dann doch noch nicht ganz genug, bin ich nochmal nachher durch die Sound- und Light-Abteilung gegangen und da dachte ich mir plötzlich, als ich dann davor stand, ja, unser Halloween-Gadget braucht eine Nebelmaschine. So sieht sie aus. Das ist eine einfache 400 Watt Nebelmaschine. Dazu gibt es natürlich dann noch das passende Nebelfluid. Ich glaube, mit dem 1 Liter können wir Halloween die ganze Straße einräuchern. Und damit wird dann der Effekt richtig cool. Der Nebel wird dann nachher von hinten in den Sarg eingeleitet, aber dafür seht ihr noch später mehr. Beginnen wir erstmal mit der Mechanik für unser Halloween-Gadget. Die Idee ist ja, dass wir die beiden Sargtüren, die ich jetzt hier liegen habe, dann zeitgleich öffnen und schließen können. Da das ja zwei Türen sind, werden die gegenläufig öffnen und sich schließen. Und um das umzusetzen, habe ich mich ja für ein RC-Servo entschieden. Solche RC-Servos haben meistens so ein kleines Servohorn, gibt es auch in Dreifach und in Vierfach. Und die haben den entscheidenden Vorteil, wir können sie über einen Servotester oder über einen Mikrocontroller sehr leicht, sehr präzise ansteuern. Das heißt, wir können sagen, pass auf, dreh dich genau von hier bis genau nach hier, dann ist meine Tür offen, das Ganze wieder zurück und die Tür ist zu. Das machen wir uns zunutze und dafür habe ich jetzt hier schon an die Türen jeweils so einen kleinen Aluminiumwinkel auch angeschraubt und schon direkt farblich mit eingeschwärzt. Und der dient dazu, den Hebel nachher auf die Tür zu übertragen. Das Ganze soll dann so aussehen, meine Hand soll jetzt mal gerade den Sarg darstellen, die Tür ist zu, der Hebel ist jetzt gerade ganz kurz, das heißt unser Servo wäre ganz zurückgefahren, ungefähr so. Und sobald es dann jetzt das Servo nach vorne bewegt, also ungefähr so, im gleichen Maße wird dann vorne die Tür aufgeschwungen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, da fehlt dann noch irgendwie die Verbindung dazwischen. Ja, gut aufgepasst.
Und dafür habe ich mir auch aus der Modellbauabteilung besorgt, so Federstahldraht. Das ist einfach ein Stahldraht, den kann man aber gerade noch so mit der Zange gut bearbeiten. Und daraus werden wir uns gleich die passenden Schubstangen für die linke und die rechte Tür biegen und die dann einfach sowohl im Servohorn als auch in der Tür einhängen. Diejenigen von euch, die auch sonst vielleicht ein bisschen im Modellbaubereich unterwegs sind, kennen das als Lösung. Das ist eigentlich gang und gäbe, um ein Servo mit einem bestimmten Anlenkpunkt zu verbinden. Ich schraube jetzt gerade erstmal die beiden Türen wieder an den Sarg dran, dann wird das Ganze noch ein bisschen verständlicher. So, ich habe jetzt die beiden Türen schon mal an den Sarg angeschraubt und die lassen sich wirklich schön leicht bewegen, genauso wie das sein soll. Als nächstes kommen wir jetzt zum Servo. Den habe ich hier schon mal stehen. Wie gesagt, einfacher RC-Servo mit einem Servohalm drauf. Und den Federdraht, den wir jetzt gleich zu unserer Schubstange umarbeiten werden, den habe ich so ausgewählt, dass der hier durch das Loch gut durchpasst. Hätte auch noch einen halben Millimeter dicker sein sollen, passt aber auch. Ja, für das Servo habe ich links und rechts schon mal in den Sarg hier und da eine kleine Halterung eingeklebt. Ist einfach genauso breit, wie das Servo hier in den Außenmaßen ist. Von oben festgeschraubt und dann in den Sarg geklebt. Als nächstes werde ich dann jetzt das Servo dort einsetzen. Wie gesagt, das passt soweit. Kann man jetzt einfach nehmen, da reinschieben, so und dann festdrücken. Und dann hält es da so genau an Ort und Stelle. Um jetzt unsere Länge von der Schubstange zu bestimmen, müssen wir einmal schauen, wie weit die Türen aufgehen sollen oder beziehungsweise wie weit sie aufgehen können. Da wir ja natürlich nicht mit unserer Stange um die Ecke kommen, wird ungefähr so das Maximum sein von unserer Öffnung. Sieht aber eigentlich ganz cool aus, weil wir wollen ja auch nicht zu viel verraten, was hinter unserem geheimnisvollen Halloween-Sarg steckt, sondern wir wollen ja nur die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Das heißt, jetzt in dem Zustand einmal das Servohorn ganz nach vorne gedreht und dann können wir das ungefähr als Abstand nehmen, das heißt als Länge für unsere Schubstange. Ich halte es jetzt einfach mal gerade daneben, ungefähr um die Länge zu bestimmen. Ja, das sollte passen. Diesen Federstahldraht kann man auch mit der Zange relativ gut noch bearbeiten. Manchmal ist das schon etwas fester. Scharfe Zange und feste drücken und dann geht das schon. Länge ungefähr bestimmen, einstellen und dann haben wir hier unser Stück Draht. Den Draht müssen wir zu einer kleinen Schubstange umarbeiten. Das heißt, wir biegen jeweils vorne und hinten das Ende runter, aber nicht nur einfach 90 Grad nach unten, sondern quasi zweimal 90 Grad, damit es dann aus dem Servohalm und aus der Tür nicht einfach so rausspringen kann. Dafür hier einfach mit der Spitzzange oder mit einer Flachzange, je nachdem, was ihr gerade da habt, greifen und dann feste nach unten biegen. Dann haben wir die erste 90 Grad Biegung und dann das Ganze quasi einmal in die andere Richtung knicken. So. Und dann haben wir jetzt hier so die zweite 90 Grad Windung. Wofür ist das Ganze gut? Durch diese doppelte 90-Grad-Biegung kann der Draht einfach nicht mehr aus seiner Halterung rausspringen. Das heißt, ich zeige euch das hier gerade mal an dem zweiten Servo. Den müssen wir jetzt zunächst mal von oben in das Servohorn einführen. So. Und dann kann er auch nach oben und nach unten nicht mehr rausspringen. Und wir können trotzdem quasi jetzt unsere Kraft hier über den Servohalm gut übertragen. Das gleiche gilt natürlich dann auch bei der Tür. Das heißt, ich biege das gleich auf der anderen Seite auch noch dran, also an dem anderen Ende. Und dann kann man das auch hier an dem Winkel bei der Tür gut einhängen. Gleiches Prinzip, einfach einhängen, kommt nicht mehr raus, kann sich aber bewegen. Und so können wir dann natürlich auf der anderen Seite unsere Tür über diese Schubstange öffnen und schließen. Als letztes hänge ich jetzt nur noch die Schubstange auf beiden Seiten ein. Und dabei kommt mir ein bisschen zugute, dass ich jetzt hier einen Federstahl habe, im Gegensatz zu normalem Stahl. Das heißt, den kann man sehr gut biegen und er geht wieder in seine ursprüngliche Form zurück, weil ich muss ihn jetzt ja auf beiden Seiten einhängen. Das heißt, ich hänge ihn zunächst mal bei dem hinteren Servo ein. So, 90 Grad. Und so seht ihr dann hier, das ist ja auch ganz gut gelungen soweit. Und jetzt muss ich das Ganze einmal da reinfriemeln in das Loch. Die Tür ein bisschen zumachen dafür. So. So wird das Ganze dann nachher aussehen, wenn die Tür dann offen ist. Hier ist dann ungefähr der Endpunkt, nicht genau, kann man noch ein bisschen nachjustieren. Und jetzt hier einmal so quasi als handgedrehte Tech-Demo. So sieht dann unser Sarg geschlossen auf
Und wenn wir ihn dann öffnen, fährt er vollautomatisch die Tür wieder auf. Nachdem ich jetzt die Türen soweit erstmal fertiggestellt habe, kümmern wir uns jetzt nochmal kurz um die Nebelmaschine. Die habe ich ja hier stehen und wie ihr seht, habe ich hier auf der Rückseite schon mal ein entsprechendes Loch. In meinem Fall sind das jetzt grob 28 mm hinten in die Box reingebohrt. Was ihr auch sehen könnt ist, im Inneren ist noch naturfarbenes Holz zu sehen. Da habe ich ein kleines Brettchen einfach als Diffusor direkt vor die Öffnung gestellt. Das heißt, das hat jetzt hier noch so circa 2 cm Abstand und steht innen drin ein bisschen schief, also ungefähr so, sodass der austretende Nebel nicht hauptsächlich nach vorne getragen wird, sondern sich erstmal im kompletten Sarg verteilen kann. Das heißt, der Nebel wird in den Sarg eingespritzt und anschließend verteilt er sich dann in der Fläche, statt nur nach vorne sehr weit rauszuwerfen. Ja, das übernimmt dann nachher unsere Nebelmaschine. Und damit wir die ansteuern können, zeige ich euch das Ganze jetzt mal gerade an der Kabelfernbedienung. Das ist die Kabelfernbedienung, wie sie bei der Nebelmaschine dabei war. Funktion eigentlich Intervall und so, brauchen wir aber alles gar nicht. Sondern die hat ja hier diesen roten Knopf, mit dem sie normalerweise den spontanen Nebel auslöst. Wenn wir jetzt einfach hingehen und sagen, so, ich möchte jetzt Nebel haben, roten Knopf drücken und dann kommt Nebel raus. Und dafür habe ich jetzt hier einfach die beiden Kontakte aus dem Schalter nur nach draußen gelegt. Das heißt, sobald ich die beiden Kabelenden miteinander verbinde, kommt auch Nebel raus. Das Ganze hängen wir nachher an das Relay dran, was dann von der Lichtschranke gesteuert wird, sodass wir sagen können, okay, sobald die Lichtschranke durchbrochen wird, gehen unsere Türen auf, der Nebel kommt raus und das Stroboskoplicht geht an, unser Sound wird abgespielt und der Horroreffekt ist perfekt. Nachdem das jetzt mit der Nebelmaschine auch soweit in Ordnung gehen sollte, ich baue die jetzt hier noch nicht an, weil das hier ja auf meiner Werkbank ein bisschen zu eng ist und dann wird das Ganze ein bisschen sehr unhandlich, kümmern wir uns erstmal um die andere Technik. Dafür brauchen wir nochmal gerade unser Gerippe, weil das soll ja nachher innen drin stehen. Ich setze das mal gerade hier so rein. So wird es ja dann darin stehen. Und so können dann auch die Türen noch beide öffnen und gut schließen. Theoretisch könnte man das Ganze sogar über ein einziges Servo öffnen und schließen, indem man sich einen Y-Verbinder baut. Spart natürlich ein Servo. Ist es nur in diesem Fall ein bisschen schwieriger, weil natürlich in der Mitte genau unser Sklitsch steht. Damit der Nebel aus der Nebelmaschine auch richtig gut zur Geltung kommt, habe ich ja schon vorhin gesagt, wird es noch einen Stroboskop-Bausatz da reingeben. Den habe ich hier schon mal soweit aufgebaut. Hier vorne ist die Blitzröhre, die dann mit ihren Entladungen für ganz tolle Lichteffekte sorgt. Und damit das Ganze auch richtig schön schaurig aussieht, beleuchten wir das Skelett von unten. Das heißt, ich werde die Lampe ungefähr hier unten reinlegen. Wie gesagt, jetzt erstmal nur legen. Das Skelett muss noch befestigt werden, die Kabel müssen noch weg. Dann können wir es nachher befestigen. Und dann wird es wie in einem Horrorfilm so von unten beleuchtet werden, sodass es dann auch wirklich cool aussieht. Mit dem Nebel zusammen wird der Effekt dann schon, denke ich mal, ziemlich ordentlich werden. Und als nächstes mache ich mich dann jetzt daran, hier unten erstmal Klarschiff zu machen. Und damit nähern wir uns auch schon fast dem technischen Abschluss unseres kleinen Horrorkabinetts. Und zwar habe ich jetzt nochmal hier gerade die Lichtschranke. Und ihr seht jetzt hier, wo normalerweise das große Relay sitzen würde, habe ich jetzt nur ein Kabel rausgezogen, weil ich das Relay verlegt habe. Und zwar hier auf eine kleine Extraplatine. Hier sind direkt zwei Relays. Das eine soll dann direkt die Nebelmaschine ansteuern. Und das andere ist dafür da, die Stroboskoplampe anzusteuern, damit wir das auch schön getrennt haben. Hier habe ich noch gerade die beiden Anschlüsse für die Servos. Das wird hier dann noch von dem rückseitigen Mikrocontroller bedient. Ich verkabel jetzt das Ganze, verstecke noch das Soundmodul und hier die ganze Technik auf der Rückseite. Und dann können wir mal gerade einen ersten Probelauf starten. Ja, das war mein Video hier zum Halloween Horror Gadget. Das verwendete Material und alle Infos zum Nachbauen findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Wenn ihr das Video gut fandet, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, teilt das Video und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr euch noch so an Funktionen oder an besonderen Gadgets für Halloween ausgedacht habt.